Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim und wir sind hier immer noch in Schwarzwald, wie man auch sieht, ziemlich schwarz hier und wir kriegen schon wieder ordentlich Schaden rein. Letztes Mal sind wir ja auch schon gestorben bei. Aber diesmal mit ein bisschen mehr Vorsicht, wie das vielleicht wird. Jedenfalls hoffe ich das. Aber wie man sieht, da hinten warten schon wieder einige auf uns. Ah, könnte tricky werden. Ich glaube, Serana ist hinten noch gerade am Kämpfen. Und wir gehen jetzt mal mit dem Knochenmann zusammen hier rein. Und stoppen mal diesen Fall mal hier, bevor der uns noch umbringen kann. Na, ist er tot? Er ist tot. Wir können natürlich auch gucken, hier hinten sind erstmal so ein paar vereinzelte Gegner. Kümmern wir uns vielleicht erstmal um die. Sonst fallen die uns noch in den Rücken. Und Serana kann ja derzeit ein bisschen mit den anderen da spielen. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie ich zu den Gegnern hinkomme, dann wäre das schon mal sehr hilfreich. Oh. Komm. Das ist doch ein Witz. Ah, dann starten wir halt nochmal von hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Vielleicht daran, dass wir kaum Leben haben. Vielleicht würde uns auch... Moment. Das hier mal helfen. Ein bisschen Rüstung mehr. Kann ja nie schaden. Jedenfalls uns nicht. Und dann wäre ein bisschen Übersicht auch ganz schön. Ich glaube, wir müssen auch als erstes die Bogenschützen unbedingt loswerden. Oh, die Rüstung hat gerade wirklich deutlich Wirkung gezeigt. Das ist doch mal sehr schön. Mit der Rüstung müssten wir eigentlich sowieso immer ein bisschen gucken, dass wir Veränderungen noch hochskillen. Weil es da ja nachher schöne Boni gibt. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal ein paar Fallmaliner umbringen. Na komm, geh drauf. Und dann war es das hier schon mal mit Fallmann. Jetzt speichere ich hier auch mal eben ab, bevor wir jetzt nochmal drauf gehen. Ja, jetzt daneben schießen natürlich auch noch. Einfach nur der Höflichkeit halber. Und habe ich da gerade einen Nierenwurz gehört? Nee, habe ich nicht. Dann ist ja noch alles in Ordnung. Ja, fall mal. Hallo. Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber sie sind verbrannt. Falmer-Fall nehmen wir nochmal mit. Und das brauchen wir nicht unbedingt. Ja, alles klar. Viel mehr ist ja wohl nicht. Obwohl, da hinten ist noch ein Gegner. Ich weiß übrigens, dass man mit der Kugel da was anfangen kann. Allerdings weiß ich nicht, ob wir im Moment damit was anfangen können. Weil man muss da eigentlich mit dem Schrei unerbittliche Macht einmal gegenschreien. Und dann sollte da was passieren. Aber wir haben den ja noch nicht so, ich sag mal, maximiert. Den Schrei unerbittliche Macht, weil wir die Hauptgeschichte nicht weitergemacht haben. Wo bin ich hier gerade eigentlich? Ich habe mich eindeutig verlaufen. So, ein bisschen Licht. Und ich weiß halt nicht, ob man den Schrei auf vollster Stufe braucht, um das hier auslösen zu können. Ich weiß aber, dass da hinten, oben, nicht da oben, hier irgendwo, vielleicht auch bei diesen Riesenpilzen, noch Gegner sind. Und zwar auch ein Bogenschütze, und das könnte ziemlich ärgerlich werden. Ohne Irrlichtmutter. Aber Serana hat das anscheinend schon ein bisschen unter Kontrolle. Wobei auch nur so ein bisschen. Meine Güte, hält die was aus. Das Schlimme ist, die vervielfältigt sich ja auch immer. Na komm, so viel kannst du auch nicht aushalten. Oh, ich habe keine Mana mehr. Ja, wo ist eigentlich unser Knochenmann? Der könnte jetzt gerade freundlicherweise zur Hilfe kommen. So, das hätten wir geschafft. Hätten wir das wirklich geschafft? Ja, sehr gut. Magisches Leichentuch nehmen wir mit. Und Glühstaub auch noch. Oh Gott, hinten ist trotzdem noch ein Gegner. Aber wo genau? Ach, da unten, da läuft was. Glaube ich. Ja, da läuft was. Gerade hat man es im Feuer gesehen und jetzt sieht man es auch deutlich am Feuer. Ich treffe nur gerade nicht, weil ich den nicht sehe. Ah, super. So, nächstbessere Frage. Was ist das da unten für eine Höhle, für einen Abwasserkanal, für ein was auch immer? Und warum ist dieser Bogen hier noch gespannt? Frage über Fragen. Oh, Nierenwurz. Das ist schon mal eine schöne Antwort. Katakomben der stillen Stadt. Na dann mal rein hier. Also ist das da oben wahrscheinlich die stille Stadt.
So würde ich das jedenfalls jetzt schlussfolgern. So, die große Frage ist, sollte man hier unten reinkommen oder sollte man eigentlich hier unten rausgehen? Weil das ist ja schon ein eher versteckter Eingang. Beziehungsweise Ausgang. So, Seelenstein nehmen wir mit, den Rest nehmen wir lieber nicht mit. Wir sind ja immer noch schwer belastet von der Traglast her. Und hier sind Fallen, glaube ich. Ich glaube, die wollen uns umrühren. Deshalb ignorieren wir das jetzt erstmal. Was macht das hier? Okay, ich sehe den Sinn dahinter nicht ganz. Aber vielleicht können wir den ja durchlocken. Ja, so ungefähr. So, Licht nochmal an. Die Frage ist jetzt, wie hat er das ausgelöst? Warum wird das immer wieder ausgelöst? Hahaha. Da kam es schon wieder hoch. Oh, da oben kommen ein paar Pfeile runter. Na komm, beschäftige dich bitte mit Serana, die hält mir aus. Das wäre jetzt sehr freundlich. Jetzt muss ich, würde den halt nur gerne ausschalten. Das geht von unten gerade schlecht. Vielleicht hat der ein bisschen mehr Zielgenauigkeit hier, der Knochenmann. Ah! Fall mal von hinten. Ach, ein tödlicher Fall mal von hinten. Irgendwie sterben wir im Moment ganz schön oft. Ich glaube, die Gegend ist nicht so gesund für uns. Aber gut. Ich meine, das war jetzt vielleicht der größte Fehler, den ich machen konnte. Weil der gleich wieder die Fallen auslösen wird, der Knochenmann. Na gut, da muss man jetzt durch. Hat er was dabei? Ja, der hat ein bisschen Geld dabei. So, das Ding, ich habe immer noch keine Ahnung, was das macht. Der wird gerade umgehauen. So. Und jetzt muss ich aufpassen. Ne, die folgen mir gerade noch nicht, das heißt, ich muss noch nicht aufpassen. Jetzt muss ich aber aufpassen wegen dem da vorne. Na komm her, komm noch einfach hier runter, dann wird das einfacher. Ich glaube, der hat uns aber noch nicht ganz bemerkt. Oder doch? Ich sollte auf jeden Fall wieder mal auf meinen Rücken achten, nicht, dass das gleiche passiert wie letztes Mal. Wo der uns ja einfach mal von hinten anspringt. Das war ungesund. Hahaha, da hinten sind schon wieder so viele rote Punkte. Zum Beispiel der hier. Na komm, eigentlich sollte es zurückgestoßen werden, wenn ich hier diesen Beidhändigen mache. Was soll denn das? Hat er sich denn die Regeln nicht durchgelesen hier? Wo ist der denn? Ach, der ist da. Hat sich gerade versenkt quasi. Damit wissen wir schon mal, da geht's tief runter. Und ich besitze nicht genug Magika. Ach, heilen kann sich der feine Herr also auch noch. Und das nochmal. Jetzt ist unverschämt. So, das haben wir geschafft. Und hier geht's in der Tat tief runter. Schamanenschlüssel wird bestimmt nochmal wichtig. Und hier unten gibt es noch was? Eine Truhe? Also eine Veränderung. Obwohl, der Veränderung nehmen wir vielleicht mal mit. Nein, können wir nicht mitnehmen. Sind zu schwer belastet. Ach verdammt, dann bleibt halt der Falmerbogen hier. Ja. Dann können wir auch wieder schnell genug laufen und schwimmen. So, kurz mal auftauchen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier die Luft anhalten können. Und dann hier nochmal die Truhen nehmen. Die in dem Zerstörung ist auch mal gut. Ring der Veränderung nehmen wir dann auch nochmal mit. Ein Paradies für den Magier hier. So, und jetzt würde ich gerne wieder hochkommen. Ja, sehr gut. So, da hinten war doch eigentlich noch einer. Der, der uns letztes Mal noch beschossen hat. Hier links, nicht hier links. Hier geht's aber links. Und die sind auch schon wieder so mit ihrer Zwergenruine mitten in der Höhle. Oder die Höhle ist inzwischen mitten in der Zwergenruine. Und der hat uns noch nicht bemerkt. Läuft aber natürlich nicht ins Feuer. Der hat uns immer noch nicht bemerkt. Ist auch ein Genie, der Junge. Aber ich bin auch ein Genie mit meiner Trefferquote gerade. Ach, verdammt. Jetzt komm her. Hahaha, vielleicht doch nicht so sehr her. Da heilen wir uns lieber nochmal. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Schildzauber an. So, und weil wir jetzt wenig Mana haben, nehmen wir nochmal den Zauber. Obwohl, ich glaube, den Zauber sollten wir nicht mal benutzen. Der ist gar nicht so schön. So Mana sparen ist ja gar nicht. Vor allem, weil wir ja viel Mana-Regeneration haben.
Die wird ja auch beim Zaubern sowieso immer blockiert. Das ist vielleicht sogar besser, wenn wir halt einmal kurz was zaubern. Dann kurz nicht zaubern, damit sie das Mana wieder regenerieren kann. Und da hinten kam schon wieder Pfeile an oder sowas. Ach nee, ein Eiszauber. Unsere magische Resistenz ist eigentlich überhaupt nicht gut, muss man dazu sagen. Weil ich weiß auch nicht, ob dieser Schild hier nur vor physischem Schaden schützt oder auch magischen. Da habe ich leider keine Ahnung. Und noch ein Schamanenschlüssel. Davon können wir ja nie genug haben. Von da kamen wir jetzt. Das heißt, da durch die Tür geht's weiter. Und deshalb speichern wir auch eben nochmal. Bevor wieder gleich irgendwas schief geht. Oh, hier geht's ins Pumpwerk. Man darf gespannt sein. Hallo, jemand hier? Rechts ist auf jeden Fall eine Tür. Und das Ding hat nichts zu sagen. Okay. Oh. Man ist die freundlich? Ich glaube nicht, dass sie jetzt nicht ihre Waffe ziehen. Ach, wieder so ein Fallmadiner. Dann kann man sowieso einmal zack. Die wird uns ja sowieso bald angreifen. Und den können wir vielleicht auch mal eben so zack. Schön, wenn das so einfach geht. Das sollte mal häufiger so laufen. Und nicht, dass wir immer nach einem Schuss schon tot sind. Welche Richtung? Welche Richtung? Wir gehen erstmal hier hin, das ist näher. Obwohl, hier geht es wieder in die Schwarzweite. Wo geht's hier hinten hin? Wahrscheinlich auch in die Schwarzweite. Toll. Nehmen wir doch die Tür. Jetzt stehen wir schon hier. Okay. Dann jetzt mal weiter in die Versammlungshalle. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt so lange in der Schwarzweite wieder. Ist das nur ein Turm? Ach ne, hier geht's auch runter. Gut, dass man die Treppe so gut sieht. Das ist bestimmt wieder so ein dummer Diener. Ja, dem war auch so. Und der da unten garantiert auch. Oh, der hat sogar einen überlebt. Na komm, jetzt schieß mal nicht so ein dummer Schamane. Ich frage mich ja, wofür wir die Schamanenschlüssel jetzt noch brauchen. Also, sie werden ja wahrscheinlich irgendeinen Sinn haben. Die haben die bestimmt nicht zum Spaß dabei. Und der hat so ein dummes Zauberschild. Kann auch nicht wahr sein. So, den mal wieder das schöne Geld aus der Tasche ziehen. Die haben ziemlich häufig genau 34 Gold dabei. Und der hat sogar ein menschliches Herz. Stab der Eisstacheln brauchen wir nicht unbedingt. Das ist schon wieder zu schwer. Das würde uns nur übergewichtig machen. Da jetzt in die Schwarzweite zurück wollen wir nicht hin. Wir wollen erst nochmal hier gucken. Mal eben hier, was ist das eigentlich? Ein Gebetsraum, Versammlungssaal. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Und da geht auch eben mal das Licht aus, damit wir gar nichts mehr sehen. Und da geht's auch wieder in die Schwarzweite. Also Ausgänge haben sie auf jeden Fall viele. Und immerhin auch noch ein bisschen Gold dabei. Kann ich hier was machen? Hier kann ich auch nichts machen. Irgendwie nicht so viel los gerade. Geht's denn überall so nach draußen? Das kann auch wieder nicht wahr sein. Obwohl, Schwarzweite, Schwarzweite, Schwarzweite. Doch, hier geht's überall nur nach draußen. Na super, dann gehen wir wieder nach draußen. Ich finde es auch genial, dass ich frage, ob das hier ein Gebetsraum oder eine Versammlungshalle ist, wenn da dran steht Versammlungshalle. Ich glaube, das beantwortet alles. Und da unten ist Nierenwurz. Das sieht man am Leuchten. Na komm, Nierenwurz, komm her. So, sehr gut. Und jetzt gucken wir nochmal, ob die Kugel, ob ich die aktivieren kann. Und das habe ich gar nicht in den Favoriten. Da muss ich mal eben auf Magie gehen. Und unerbittlich macht, weil wir haben halt leider nur das erste Wort gerade. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob das reicht. Vielleicht, wenn man sich direkt drunter stellt. Keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal aus. Ich glaube, es hat nicht gereicht. Ich glaube, es ist auch gar nicht bis zu dem Glockenteil da hingekommen. Also bis zu dem Glockenteil. Naja, Lampenteil eigentlich. Ja gut, schade. Dann halt nicht. Obwohl, vielleicht, wenn man noch höher wäre.
Kann man da noch höher? Könnte schwierig werden. Da hochkommen? Geht das? Ich glaube, das geht nicht. Ich fürchte, das funktioniert nicht. Also können wir das wohl vergessen. Naja, ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist erstmal, dass wir Nierenwurz finden und das Lexikon überschreiben. Weil das unsere beiden Aufgaben sind. So, Nierenwurz. Die sollten doch eigentlich in der Nähe schon wieder sein, oder? Oder? Ne, sind nur Pilze. Aber siehst du doch, die ziehen sich irgendwie nach aus dem Pilz und aus dem Wasser. Das heißt, da müssen wir gucken. Aber nö. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Aber da hinten ist schon wieder ein komisches Gebäude. Aber gut, ich würde sagen, das gucken wir uns dann erst beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.